Yo, Friends, welcome back zu einer neuen Folge. Fantasy 7 Remake. Heute geht's in die Kanalisation. Die letzten Kronjuwelen von Don Corneo holen. Also das letzte Ding ins Kirchen. Genau. Und dann müssten wir auch, Jörg nach dann kann er das Kornjuwel noch schwer, Kampfkunst Band 7 kriegen. Band 12. Das andere haben wir alles gemacht, die Nebenmission im Kapitel 14, genau. So. So, könnte sein, falls ich mal kurz mute oder Pause mache, dass wenn ein Anruf reinkommt. Boah, kommt durch die Grafik, das ist nach wie vor einfach nur wunderbar, so wunderbar wie noch kein Wunderbar. Ging das nicht irgendwie um Cornelius Villa oder drumherum irgendein Ding, sondern Grafik? Vielleicht in meiner Fantasie so. So, Aufträge. Genau, die hat noch, das ist das letzte Ding hier und Informationsgewinnung. Machen wir jetzt. Und danach sollten wir eigentlich. Sorry. Danach sollten wir eigentlich trotzdem noch mal zurückkommen in Kapitel 14. Also da, dann kommt der Point of No Return, wenn wir quasi hier uns noch mal in die Realisation reingezeckt haben. So, gucken, ob es hier noch was gibt. Nee, haben wir schon gesagt. Dann kommen wir wieder gehen. Denn there she goes. Look the lighting for. Jetzt haben wir nichts, oder? Ist das noch einer? So. Ihr seid es? Leslie, du bist es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Ist das für ein Loch? Habt da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie er auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Da muss ich hin. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken? Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe.
Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. So, ja. Kann ich das Lava fix abwickeln? Ne? Gespräch auch. Warte mal, ich bin mal. Wie heißt er? Einfach eine Disco-Kugel über dem Bett. Crazy Typ, Mann. Was aber für eine Riesenwahl oder für Riesenwahl senden? Seid ihr soweit? Gut, dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, zumindest war das bislang so. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Eine falsche Bewegung und es knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb. Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Wir bringen wir es hinter uns. Benutzt, nutzt, nutzt, nutzt. Leslie Winkle. Ach nee, das war in... Dings, yes. The Big Bang Theory. Das ist die Serie in Edinburgh. Kann man hier auch machen, ey. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Alter, die übelst goldenen Augen. Ah ja. Braucht man hier einen Schreiber? Das habe ich natürlich. Schluss jetzt.
Nimm's nicht persönlich. Keine Kopf. Muss wach bleiben. Barrett hat ihr Rave. Komm schon. Nein. Da bin ich doch verwöhnt. Lästig. Ich will dich leiden sehen. Ein Gegenstand, der Instinkt weckt. Lädt beim Benutzen von ATB. Okay, nice. So, wie wir das gekriegt haben. Fällt uns auf! Zumindest dich nicht. Räumen wir auf! Bin schon dabei! Nimm's nicht persönlich! Hacke, Hacke, Wein. Genug. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Halt. Alles, was man natürlich nicht gebrauchen können. Zumindest nicht schwer. Nein.
eine Show, fertig? Jetzt gebe ich alles! Das läuft doch ziemlich gut! Ja, nicht schlecht. Von Avalanche. Hier muss Jesse mit Bix den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern. Aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Untergrund. Genau, dort muss man. In der Nähe ist ein Privatdurchgang von Don Corneo. Genau, und hier haben wir irgendwo das letzte Ding von Don Corneo. Wollen wir mal speichern? Aber übrigens, hier unter dem Spiel Z. Ja. Wuschi, wuschi, wuschi. Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Ist ja privat oder was? Das sind früher die ganze Arbeit. Ne? Ich hab genug. Nimm's nicht persönlich. Das war's dann. Nimm das! Na dann. Warte. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Im Moment, Ben. Jetzt gucke ich erstmal nach, dass wir das verpassen. Kann. Um das dritte letzte zu verhindern, müsst ihr die Story noch ein bisschen mal im Laufe der Handlung. Ihr habt die letzte in die Kanalisation. Die letzte Kammer ist ganz nah beim Eingang zur Kanalisation. Ach so, allerdings der entsprechende Raum derzeit macht gut Blut. Ihr könnt die Tür also noch nicht erreichen. Ich will deswegen fast die Handlung in der Kanalisation weiter. Oder später wird Leslie der Schlüssel gestohlen. Sobald ihr ihn zurückgewonnen habt, zeigt euch Leslie eine Leiter. Ja, klimmen sollt. Lasst die jedoch erstmal links liegen und betätigt den Schalter rechts. Damit habt ihr das Wasser abgelassen und könnt zurück zum Eingang des Gebiets
gehen, wo ihr endlich die letzte und somit auch den letzten Schatz findet. Aber Achtung, ein letzter Nunnet und vor meinem Sanagi-Prinzen müsst ihr noch überwinden, bevor ihr Lexira und Smaragd-Tyra. Aha. So, also. Geh durch die Tür mit Corneus Emblem und begib dich zum Versteck. Ja, Freunde, das machen wir natürlich im nächsten Video. Ich hoffe, da schaltet ihr wieder ein. Bis dahin. Achso, hier oben, ihr kennt das Spiel, den Button smashen auf den Abo-Button. Liebe da lassen von der lieben Amex. Und ich sage, bleibt. Bis zum nächsten Video. Peace, peace, euer Amex.